Guten Morgen an alle Zuschauer an dieser Stelle hier am Donnerstag, 10:35, 20. August. Wir wollen auf den DAX schauen, der mit der gestrigen Schwäche schon am Nachmittag und letztlich auch am Abend dann hier indikativ das Tief vom 8.7. unterschritt. Und das war ja hier beim DAX auf jeden Fall die Marke der Marken, gerade im Sinne des Harmony Patterns, welches wir ja in dieser Woche auch erst vorstellten. Und man muss hier unterstellen, dass dieses Pattern jetzt natürlich on acta ist, zum Scheitern verurteilt sozusagen und hier keine Chance mehr auf Rehabilitierung hat, denn mit der Unterschreitung des Ausgangspunkt X des Harmony Patterns, wir gehen mal kurz auch hier speziell auf den Chart dazu, mit Unterschreitung des Xetra DAX in dem Zusammenhang, haben wir hier eben das Muster aufgelöst. Da gibt es kein Hinweg, es gibt auch hier keine Spikes, sondern wenn das Tief hier unterschritten wird, dann ist es vorbei. Wir hatten hier, wie gesagt, am gestrigen Tag ja auch schon Schwäche. Das war nochmal theoretisch eine Chance für einen Einstieg an dieses Muster, aber diese positive Divergenz entfaltete sich nicht. Das Muster hatte letztlich hier keine Chance, sich nach oben zu entfalten und die Möglichkeit, dass der DAX hier ein Stück weit den amerikanischen Markt outperformt bzw. überrascht, verwirklichte sich keinesfalls. Denn wir hatten ja auch den S&P am Mittwoch schon, beziehungsweise Dienstag, gestern den Nasdaq 100 ja auch schon hier beim JFD Live Trading TV im Blick, mit der Tendenz eben weiterer Abwärtsziele, weiterer Tiefs, das sah schon nicht gut aus. Und im Kontext dessen, dass natürlich, wenn Amerika sozusagen schnieft, hustet oder einen Schnupfen hat, besser gesagt, schnieft, hustet, dann hat der DAX ja hier viel mehr einen Schnupfen. Und genau das setzte sich auch weiter durch. Und ja, es sieht so aus, als hätten wir hier wirklich unter Big Picture-Gesichtspunkten auch ja, eine signifikante Schwäche zu erwarten. Wir sehen mal hier den DAX Xetra auf Wochenbasis, langfristige Perspektive. Und da gibt es gar nicht viel zu sagen. Wir haben ein neues Mehr Monatstief ausgebildet mit der heutigen Schwäche. Hier einen Bereich unterschritten, der vorsichtig 10.690 hier auf Wochenbasis durchaus interessant war. Mit der heutigen bzw. laufenden Wochenkerze, die ist schon recht groß, kann sich aber weiter ausdehnen, ist im Prinzip hier ja, der Weg jetzt nach unten offen. Und wenn Sie sehen, was hier gerade auf Wochenbasis möglich ist, dann sehen Sie auch, dass hier die Marke von 10.000 Punkten gar nicht mehr so uninteressant ist, weil es gibt hier rein tendenziell zwischen 10.700 Punkten, roundabout 10.690 Punkten und eben hier rund 10.000 Punkten keinerlei Haltezonen, die hier als signifikante Unterstützung herhalten könnten. Und das führt zu dem Schluss, dass der DAX hier ja die Schwäche, und wir wiesen immer mal wieder auf Big Picture Sicht hin, daraufhin vielmehr. Es gab da auch unlängst schon ein Update nach dem Motto, der Markt könnte jetzt doch nochmal vor den saisonal schwachen Tagen im Ende August, September, Oktober hier wieder aufdrehen. Aber das erfüllte sich letztlich nicht. Hier tatsächlich das bärische Sentiment im Vorteil. Und wenn ich schreibe, beziehungsweise die heutige Headline auch sagt, der DAX folgt den amerikanischen Indizes, dann natürlich auch speziell hier dem S&P 500. Und der hat mit der gestrigen Schwäche weiteres Abwärtspotenzial in Aussicht gestellt, dürfte auch heute offensichtlich schwach reinkommen. Und hier die Saisonalität allein schon bis Anfang September ist negativ und dem dürfte sich der DAX wohl nicht entziehen können. Das heißt, ergo, das Interessante an der Geschichte ist auch, dass die amerikanischen Indizes ja relativ stabil auf hohem Niveau schon seit einiger Zeit verweilen. Hingegen der DAX hier sukzessive, und das können wir auch gerne hier im Guidance-Chart nochmal unterstellen, sich natürlich hier auf Tagesbetrachtung schon längst in einem Abwärtsimpuls befindet und unlängst mit diesem Harmony-Pattern natürlich auch hier höheres Ho tieferes Hoch, tieferes Tief, tieferes Hoch, tieferes Tief, jetzt sogar noch wesentlich tieferes Tief, sich natürlich hier in einem ganz klaren Abwärtsimpuls befindet. Und das lässt natürlich hier den Schluss zu, dass wenn die Amerikaner jetzt hier zu einer Schwäche neigen, der DAX dann hier sicherlich auch weiter unter Druck geraten dürfte. Was wir jetzt hier sehen könnten, wäre beim DAX nach einem neuen weiteren Tief eine korrektive Erholungsbewegung, wenn überhaupt bis hier in den Bereich knapp unter 11.000 Punkte. Das wäre theoretisch möglich, im Zuge dessen, dass die Amerikaner einen Erholungsimpuls starten. Aber letztlich, das Harmony Pattern ist gegen den Major Trend gerichtet. Das war klar, ist klar und immer hochspekulativ, aber eben hier auch mit CRVs von über 3, 4 verwöhnt, wenn es denn in die Richtung geht. Letztlich hier muss man sich aufgrund des neuen Verlaufstiefs jetzt definitiv auf weitere Tiefs einstellen. Wenn der Erholungsbewegung kommen sollte beim DAX, dann dürfte die hier in diesem Bereich 10.955, also unterhalb von 11.000 Punkten, wieder zum Stoppen kommen.
Und darüber hinaus, erst darüber hinaus, wären wieder leicht bullische Ansätze denkbar. Mit Blick auf das große Bild Wochenchart bleibt aber hier die Situation, dass der DAX mit dem neuen Verlaufstief, ob jetzt hier eine korrektive Erholung folgt bis 11.000, rund 10.960 oder nicht. Es sieht so aus, als würden wir hier tatsächlich die 10.000er-Marke ansteuern. Das wird saisonal begünstigt, das wird jetzt auch technisch begünstigt mit dem neuen Verlaufstief. Da gibt es kein Wenn und Aber. Im Kontext dessen der Euro-US-Dollar durchaus interessant, im Sinne dann vielleicht doch wieder neuer Ausbruchsambitionen. Das wird sich auf jeden Fall zeigen. Letztlich der Markt hier mit klaren Signalen. Die gestrige FED-Sitzung bzw. hier das Notenbankprotokoll gab ja auch den Auslöser, den entscheidenden Impuls dafür. Hier immer noch wieder die Unsicherheit, macht die FED überhaupt was in Zinsen, in Zinsentwicklung oder nicht? Letztlich hier immer wieder ein Gerangel an den Märkten und technisch wird hier, wie gesagt, ein weiterer Abwärtszug jetzt hier auf jeden Fall begrüßt. Die Amerikaner, wenn sie denn jetzt auch hier ihre signifikanten Signale nach unten auflösen, dann sieht das natürlich für den DAX enorm kritisch aus. Das heißt, da sind hier 600 Punkte nach unten mal rein gar nichts. Und da muss man da wirklich sehen, wo stabilisierte sich ein klassischer Pullback. Und da gehen wir mal auf das große Chartbild hier in Richtung 10.000er Marke wäre. Und darauf hatten wir auch schon immer wieder einerseits als favorisiertes Szenario, dann andererseits mit dieser relativ starken Kerze im Juli eher wieder untergeordnet. Aber letztlich hier die Marke um 10.000 inklusive dieses Aufwärtstrendkanals, diese Aufwärtstrendkanallinie hier, egal wie man es dreht und wendet, haben wir hier eine sehr, sehr schöne Ausgangsbasis für ein Kreuzunterstützungslevel. Und das wäre, selbst wenn es hier mal temporär unter 10.000 geht, Sie sehen hier, die Trendlinie liegt im Bereich 9.700, 9.800 Punkte. Ja, Herrgott, wenn wir da drunter gehen, dann wäre das sicherlich hier der große Ausruf, oh, der DAX fällt in Untiefen, dann aber hier rein technisch auf Sicht des Monatscharts-Intervalls hier dann eher die Chance, die oder den mittelfristigen Einstieg zu finden, weil ergo ab Mitte Oktober, Anfang November haben wir ja saisonal eine hochbullische Phase. Und sofern der DAX hier tatsächlich so eine Rücksetzer vollzieht, wäre das hier sicherlich eine sehr schöne Kaufgelegenheit. Abwarten, was passiert. Die Märkte zeigen es uns hier, die Stimmungsindikationen in Form der Charttechnik, die Massenpsychologie, die hier dadurch eingefangen wird. Und jetzt wollen wir mal abwarten, was noch weiter passiert. Der DAX auf jeden Fall mit weiterer Schieflage und trotz des Erholungsmonats Juli, der August sieht wieder schlecht aus. Davor hatten wir schon drei schwache Monate und es dürfte wohl noch nicht das Ende sein. Also in diesem Zusammenhang erstmal vielen Dank fürs Dabeisein. Heute Nachmittag schauen wir uns nochmal die Amerikaner an, da wir hier auch das größere Bild mal beleuchten werden. Es sieht, wie gesagt, eher kritisch aus, gerade vor dem Hintergrund, dass die Amerikaner noch deutlich Luft haben, um nach unten zu kippen. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen noch einen guten Handelstag. Wenn Sie mögen, wie gesagt, bis später, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.